Es sieht aus wie Seide und fühlt sich an wie Porzellan. Es fällt mir jedes Mal ein, wenn ich das sehe oder mal so drüber fasse, bin ich ganz begeistert. Das ist auch schön, was ich also sagen muss, was ich habe, ich meine, ich wollte es ja so haben, aber ich hatte mal gesagt, ich will unten einen Sockel haben und dann haben sie gesagt, der Staub dahinter, den kriegt man nicht mehr weg und die Füße haben mir gar nicht gefallen auf der Zeichnung. Ja. Aber wie ich jetzt sehe, die Putzfrau, die geht da runter mit dem Staubsauger. Und ich finde das ganz klasse. Oh. Auch die Füße dazu. Und noch etwas, was ich nur von Ihnen gesehen habe, was Sie mir gezeigt haben, das ist der Fernseher mit der ganzen Halterung da. Ich selber, wenn ich in eine Wohnung komme und da hängt statt des Bildes so ein großer schwarzer Rahmen, das ist furchtbar, das sauert die ganze Wohnzimmer. Sehe ich genauso. Wohnzimmer. Und das andere ist der Tisch. Da habe ich Ihnen gesagt, ich will kein Eisen im Haus. Ich will keinen, und das haben sie, der stabil und alles und wunderbar. Ich kann kein Eisen. Ich habe neulich zu meiner Frau gesagt, stell dir mal im Möbelhaus, da sind ja die Messingdinger da dran. Das passt doch gar nicht hin. Naja, der Gag mit dem Ahorn und dem Kirschbaum, der das, war ja ihre Idee. Das war, ne? Passend Kirschbaum passend zum Bett und zum Sekretär und da haben wir den Ahorn dazu. Das ist schon klasse. Das Einzige, was war, in der Hitze da oder in dem warmen Zimmer muss das Holz noch ein bisschen geschwunden sein. Ja, das ist es, ja. Und dann haben die gewackelt. Aber die schraube ich selber fest. Okay. Die schraube ich selber fest. Rein. Jetzt. Toll haben sie es hier. Wahnsinn.